mir riesig Spaß gemacht und das könnte ich den ganzen Tag machen. So, das ist genau meins. Das Handwerk, und Handwerk hat Zukunft. Lehrling des Monats, erstmal herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Und wie fühlt sich so eine Auszeichnung an? Ja, es kam ziemlich unerwartet. Also ich habe das ja nicht gewusst. Mein Vater meinte halt zu mir, dass das schon irgendwie im Dezember, dass das mal irgendwie so angesagt wurde, dass er noch nicht fest war. Und dann hat er es mir plötzlich gesagt. Und dann war ich natürlich erstmal grundauf begeistert natürlich. Vater und Sohn tatsächlich, ja, im Betrieb. Ja, das war sozusagen davor, als mein Opa die Firma hatte, war es ja auch schon so. Und ich bin dann seit 3 Jahren noch mit zusätzlich dazugerückt. Der eigene Lehrling und der eigene Sohn, das ist aber ein interessantes Gefühl, oder? Ja, das gibt es vielleicht auch nicht so oft. Wir sind froh eigentlich, dass wir haben, oder ich bin froh, dass wir haben. Und er macht es gut, er ist engagiert und ja, das sieht man eben an seinen Noten auch. Und seine Leistung auf Arbeit ist natürlich auch gut. Ja. Wie kam es denn dazu, den eigenen Sohn für den eigenen Betrieb zu gewinnen? Gewinnen. Also ich habe eigentlich nicht damit gerechnet, dass er hier anfängt. Also er hat lange Zeit sich eigentlich, hat mich immer unterstützt, hat geholfen, wenn was war, aber hat jetzt nicht unbedingt so die Anstalten gemacht, dass er jetzt hier so den Beruf erlernen will. Und irgendwann, 11. Klasse, hat er dann gesagt, dass er eigentlich keine richtige Lust mehr hat. Und da haben wir versucht, er hat auch Praktikum vorher hier und sowas alles gemacht, Schulpraktikum und Ferienarbeit, wenn was war, das ist klar. Und dann haben wir versucht, eine Lehrstelle zu finden in der Branche. Und weil wir ziemlich breit aufgestellt sind, auch viel so maschinenbaumäßig, stahlbaumäßig viel machen, haben wir da was gesucht. Und da waren wir aber dann zu spät dran schon. Da waren die besseren Lehrstellen schon vergeben. Und dann hat er den leichtesten Weg genommen und hat gesagt, dann fange ich hier an. Und da hat er dann angefangen hier. Und es war auch die richtige Entscheidung im Nachgang. Wir brauchen auch jeden Mann und da war das gut so, dass er das hier macht. Also was sind deine Aufgaben auch tatsächlich so als dein Beruf? Also in letzter Zeit hat sich ziemlich unsere Plasmaanlage so mit integriert in meinen Arbeitsalltag, weil ich bei uns mit meinem Vater der Einzige bin, der die betätigen kann und halt die ganzen Platten zeichne und dann schneide und dann vielleicht mal auch noch bohre oder so, wenn halt Löcher rein müssen. Oder ich fahre halt mit ins Kieswerk und dort baue ich halt mit irgendwelche Bandanlagen auf oder man schweißt irgendwas. Ja, das ist so das Gröbste. Was macht dir wirklich am meisten Spaß? Also definitiv schweißen, das hat mich auch schon so generell interessiert, schon vorher, bevor ich das hier gemacht habe. Weil da gibt es ja auch verschiedene Verfahren und alles und da speziell WIG. Also das ist auch recht schwierig, das können auch nicht wirklich viele Menschen so richtig gut WIG schweißen. Ich selber natürlich auch noch nicht, aber ich hatte jetzt auch letztens einen Lehrgang gehabt und hat mir riesig Spaß gemacht und das könnte ich den ganzen Tag machen. So, das ist genau meins. Würdest du sagen, dass die Digitalisierung auch in eurem Bereich ein bisschen zunimmt, also dass immer vieles auch moderner wird und automatisierter läuft? Auf jeden Fall, die maschinellen Sachen werden auf jeden Fall immer mehr, weil man natürlich schneller und kostengünstiger produzieren möchte. Das merkt man auch. Wir haben jetzt auch wieder 2 neue Maschinen, kriegen wir bald noch mit dazu, eine Abkannbank zum Beispiel. Und das wird auf jeden Fall immer wichtiger und ohne geht es auch gar nicht. Also da kann man einfach nicht mithalten mit der Konkurrenz, ist viel zu langsam und kann nicht wirtschaftlich arbeiten. Aber das Kollegium auch alles cool? Kollegium ist eigentlich super, also wir kommen ganz gut klar, haben auch dann Spaß bei der Arbeit, also läuft top. Würdest du sagen, es hat auch auf jeden Fall Zukunft, also das steht auf stabilen Füßen? Ja, ich denke schon, also ich sehe es auch in meiner Klasse, wenn ich meine Kollegen frage, die waren noch mit 30 Mann oder mehr als 30 Mann in der Klasse, wir sind mittlerweile bloß noch 13. Es gibt immer weniger, aber gebraucht wird man trotzdem noch, also denke ich, ist es sehr, sehr zukunftssicher. Auf jeden Fall. Das Handwerk und Handwerk hat Zukunft. Hier sind Sachen, die können nicht automatisiert werden, sage ich jetzt mal so. Viel, ja, aber nicht alles. Und Geld verdient man auch? Ja, würde ich denken, ja. Also auch die Lehrlingsgehalte, sage ich jetzt mal, sind gestiegen eigentlich. Also es sieht eigentlich so für den Lehrling jetzt, also eigentlich ist es attraktiv. Was zeichnet so einen guten Lehrling auch wirklich aus heutzutage im Handwerk? Also was gut wäre oder was gut ist, ist ein bisschen Kopfrechnen. Also dass nicht immer das Telefon genommen wird, dass man ganz schnell mal so 1 und 2 zusammengezählt wird, bevor ich die Stange zersäge, dass ich überlege, ob ich das so rauskriege, ja, aus dem Kastenmobil oder was auch immer. Und dann ist natürlich einfach ein bisschen Sicht, wie soll ich sagen, wenn was runtergefallen ist vom Kollegen, mal, dass man einfach mal mit anfasst oder wenn einer schwer trägt oder irgendwas, dass man einfach zufassen kann und alles andere kriegt er gelernt. Also ein reines Mitdenken. Ja, einfach ein bisschen mitdenken. Wenn er natürlich handwerkliches Geschick hat, ist natürlich super. Aber das kriegt man alles hin, wenn er will. Man muss bloß wollen, sage ich jetzt mal so. Ja?
Aber gerade auch angesprochen, letzten Jahre waren eigentlich immer Auszubildende da. Also ja, das heißt, man konnte es hier, ich sag mal, ist ja auch ein bisschen ländlichere geprägt ja, jetzt als Berlin, Großraum und so weiter. Das ging immer, ja, dass man wirklich Nachwuchs findet. Ja, ja, es funktioniert. Es wird ein bisschen schlechter jetzt mit zunehmend, aber es funktioniert. Man muss sich eben ein bisschen Zeit nehmen für die Lehrlinge. Also das ist einfach so. Das ist, dann wird auch jeder Lehrling irgendwie gut, sage ich jetzt mal, wenn er auch will. Wa? Aber bei uns haben eigentlich alle, egal wer, immer ordentlich abgeschlossen. Oh, es gab keine Nachprüfung oder irgend sowas. Also das hat immer funktioniert, immer gut. Meine letzte Frage, die ich immer gerne stelle, wenn du Jugendlichen etwas empfehlen kannst, was sind denn so die besten Möglichkeiten, um sich auszuprobieren? Ich nehme an, auch Praktika, oder? Ja, definitiv ein Praktikum machen oder halt in den Ferien einfach mal so 2 Wochen irgendwo sich für eine Ferienarbeit anmelden, mal reinriechen, um halt zu merken, das könnte mich vielleicht interessieren oder das ist schon mal gar nichts für mich. Also definitiv, ja. Handwerk ist geil, weil... Weil es nicht jeder kann. Bleib so erfolgreich, wie du bist. Alles Gute und danke. Vielen Dank.